Hallo liebe YouTube-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es mal wieder um analoge Fotografie gehen, also den Blues-Rock der Fotografie sozusagen. Um genau zu sein, um die Leica M3 und die Leica MP. Zwei Kameras, die sich extrem ähneln und doch recht verschieden sind. Mehr nach dem Intro. Ja, der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, dass ich hier ein Video schon mal gemacht habe, wo ich die verschiedenen oder viele verschiedene Leica M analoge Kameras miteinander verglichen habe. Und ich verlinke euch mal das Video, guckt mal rein, vielleicht ganz interessant. Heute soll es direkt um zwei meiner Lieblingsanalogen M's gehen. Den Einstieg hatte ich damals mit der Leica M3, richtig tolle Kamera. Und seit jüngsten ist das mein ständiger Begleiter. An der Stelle möchte ich mich bei Fotogirlets bedanken für die zur Verfügung stellen der Leica MP und der Leica M3. Bei analoge Fotografie könnte man jetzt sagen, ich möchte da nicht groß drauf eingehen, oh, was machst du mit analog? Ich mag das einfach, ich mag den Bildlook, mir macht es Spaß, den einen oder anderen Film durchzuziehen. Ich mache das natürlich nicht regelmäßig, aber so, ja, alle paar Tage, alle paar Wochen mal ziehe ich nur mit der analogen rum. Das macht schon Spaß und ich freue mich dann jedes Mal auf die Ergebnisse. Ja, ich möchte euch ganz gerne mal im Detail vorstellen. Von daher switche ich mal die Kamera und wir gucken mal uns die Kameras genauer an. Ja, hier sind sie, die zwei Schätze. Einmal hier die Leica M3 und hier die Leica MP. Ich würde sagen, Alter vor Schönheit, wobei das hier nicht stimmt. Beides richtig schöne Kameras, aber zeigen wir mal ein bisschen dem Alter Respekt und kümmern wir uns erstmal um die M3. Ach so, hier mit dem Pflaster, Entschuldigung, ich habe hier am Wannsee mit einem Schwan kämpfen müssen. Der wollte nicht so, wie ich wollte, da musste ich ihm erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber das ist eine Geschichte für sich. Die Leica M3, was gibt es darüber zu sagen? Die wurde eingeführt auf dem Markt 1954, das war die erste Leica mit dem M-Bajonett, das heißt, die Objektive waren bis dato immer mit Schraubgewinde. Hier war bei der M3 zum ersten Mal eine Kamera auf den Markt gebracht worden, die eben dieses Bajonett hatte. Ferner, ein auch wichtiger Punkt war der Sucher bzw. eben der Messsucher. Dieses Fenster beleuchtet den Sucherrahmen und dieses Fenster ist praktisch entscheidend für den Messsucher. Was ist daran besonders? Ja, es ist alles in einem vereint. Das heißt, man hat den Sucherrahmen und den Messsucher in einem, ich sag mal, Guckloch. Ja, vorher waren da immer zwei, nämlich einer für den Entfernungsmesser und der andere für den Sucherrahmen. Das ist mit der M3 weggefallen. Wenn man mal von oben rauf guckt, hat man hier den schönen Spannhebel. Auch da gibt es eine Besonderheit. Die ersten Leica M3s, die auf den Markt kamen, das waren sogenannte Double Strokes. Das heißt, man musste zweimal diesen Spannhebel betätigen. Das war ungefähr hier und dann nochmal, um den Film weiter zu transportieren. Leica hatte das eine ganze Zeit lang eigentlich so gemacht, weil sie die Sorge hatten, dass durch eine Spannhebelbewegung der Film eventuell reißen könnte. Das haben sie dann irgendwann geändert. Ich persönlich muss sagen, zum Glück. Interessanterweise aber sind die Double Stroke Kameras für Sammler aus Sammlersicht wertvoller. Die werden wohl ein bisschen teurer verkauft. Gut, ich hatte mal eine in der Hand. Ich fand das jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich finde es so schöner. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die M3, ja, warum heißt sie M3? Ich hätte jetzt M1 erwartet, sage ich ganz ehrlich. Nein, die M3, die 3 steht tatsächlich, also M ist für den Messsucher natürlich und 3 steht für die eingeblendeten Sucherrahmen. Die Sucherrahmen, die M3 einblenden kann, ist 50 mm als weitestes, dann kommt 90 und dann 135. 50 mm deshalb, das macht den Sucher
oder den Messsucher der Leica M3 auch so besonders. Das ist ein 0,91 Messsucher. Das heißt, man hat fast, wenn man durch den Sucher durchguckt mit dem einen Auge, also mit dem rechten Auge da durchguckt, dann kann man das linke trotzdem offen lassen und man sieht die Szenerie. Das ist schon ganz praktisch. Das ist aber nur bei der Leica M3 so. Alle anderen Kameras danach hatten weitere, also andere Vergrößerungen, sodass es auch weitwinkliger wurde. Jetzt könnte man vermuten, dass die M2 dann nur zwei Sucherrahmen einblendet. Das ist aber nicht der Fall. Leica hat die M2 genannt, weil sie unterhalb der M3, also so rein von der Qualität, angesiedelt sein sollte. Und die war aber trotzdem ganz schön ein Verkaufsschlager. Die hat auch drei Sucherrahmen. Sogar noch, da kam sogar noch einer dazu, nämlich der 35 mm. Die hat ja auch eine andere Vergrößerung. Die M4 wiederum, die heißt M4, weil sie vier Sucherrahmen hat. Die M4P, da taucht zum ersten Mal das P auf, steht das P für Professional. Und dann mit der M6 wieder, heißt tatsächlich M6, weil sie sechs Sucherrahmen einblendet. Die M7 nicht etwa sieben, also alles so ein bisschen wischiwaschi bei Leica, mal so, aber ja. M3 hört sich einfach toll an. Können sich auch so BMW heißt doch auch so, oder? M3. Anyway, von 1954 bis 1966 hat Leica 225.000 Stück etwa gefertigt. Davon sind tatsächlich nur 1.320 in Schwarz. Das heißt, die haben einen sehr hohen Sammlerwert. Und viele meinen oder sagen, oder es gehen Gerüchte rum, dass Leica die M3 bis 1968 gebaut hat. Das stimmt aber wohl nicht. Was aber stimmt, ist, dass die Bundeswehr 1968 100 Stück praktisch geordert hat für sich. Und in Oliv. Und das war die Geburtsstunde im Prinzip der Leica Safari, ja, die es ja heute noch in Versionen gibt. So viel zur M3. Achso, eine Besonderheit ist noch hier beim Film einlegen. Das muss man nochmal ganz kurz gucken. Am Anfang war bei den M3s diese Andruckplatte, also diese Platte drückt den Film praktisch hier plan. Da war diese Platte aus Glas. Das haben sie dann relativ schnell wohl geändert in Metall. Und was auch noch besonders ist bei der M2, ist das auch, um den Film einzulegen, muss man diese Spule hier rausnehmen. Ich lege mal kurz die Kamera ein bisschen zur Seite. Da hat man praktisch hier den Film reingefummelt und dann hat man das hier reingepopelt. Tatsächlich ist das echt ein bisschen fummelig. Das haben sie zum Glück, ich glaube, mit der M4 dann geändert. Ja, das ist vielleicht noch interessant. So, das ist die M3. Achso, sie hat kein Belichtungsmesser, aber dafür hat sie einen Selbstauslöser. Ja, hier noch. So, zack, machen wir so und... Ach nee, das war Blödsinn. So, und dann drückt man hier rauf. So, zack. Schön, what a sound. Ja, das ist die M3. What a beauty. Einfach mal eine Schweigeminute und diese schöne Kamera genießen. Ja, es ist relativ offensichtlich, wenn man sich diese Kamera anguckt. Sie hat einfach... Ja, sehr viel von der Leica M3. Sie ist äußerlich, würde ich sagen, eine M3, aber innerlich eine M6. Was heißt das? Ja, man hat hier eben diesen schönen metallenen Spannhebel, den Rückspulknopf hier auch, wie bei der M3. Dieses kleine Belichtungsrad, dieser Bildfeldwähler, der ist auch genau wie der von der M3. Und ja, M6 deshalb, weil es ist glücklicherweise ein Belichtungsmesser drin, mag ich persönlich schon ganz gerne. Und sie hat halt auch die, sechs Sucherrahmen. Ja. Die Leica hat die oder liefert die MP in drei verschiedenen Suchervergrößerungen aus: 0,58, 0,72 und 0,85. Und ja, ich muss sagen, ich finde das toll. Leica spricht dort mit dieser Kamera bestimmt viele
Kunden an, die schon lange eine Leica hatten, vielleicht schon bei der M3 eingestiegen sind, also ein bisschen ältere Fotografen, die keine Lust haben, sich mehr groß umzugewöhnen. Und dann natürlich die Schönheit der Leica M3 schon bewundert hatten und hier wirklich die Quintessenz praktisch bekommen. Und die jungen Fotografen auch, ich kenne viele junge Fotografen, die damit fotografieren, die so ein bisschen so vielleicht auf den Spuren von Henri Cartier-Bresson wandern wollen und alles. Tatsächlich, bei mir zieht das auch. Jetzt nicht wegen Henri Cartier-Bresson, sondern einfach, weil ich die echt richtig schön finde. Richtig tolle Kamera und auch mit dem Belichtungsmesser, das finde ich sehr gut. Ja, das sind sie, die zwei Schönheiten. Ich versuche es mal hier nebeneinander. Geht nicht so richtig, ne? So, da. Die zwei Schönheiten, richtig schöne Kameras. Ich würde es am liebsten beide behalten, aber geht nicht. Ja, am Ende sollte das ja eigentlich nur ein kurzer Vergleich sein. Und es läuft wohl wirklich auf drei Faktoren aus, die für einen wichtig sind oder die man sich überlegen sollte, die man wissen sollte, die man für sich abwägen sollte, wenn man dann überlegt, sich eine von den beiden Kameras zu kaufen. Zuallererst ist dann natürlich der Preis. Da reden wir hier von einem ganz anderen Preis als hier. Wobei die M3 auch ganz schön im Preis gestiegen ist in letzter Zeit. Ich habe mich da sehr gewundert drüber. Dann ist es wichtig, okay, braucht man einen internen Belichtungsmesser oder ist man jemand, der die Belichtung ganz gut abschätzen kann? Und der dritte Punkt, der meiner Meinung nach, nach dem finanziellen natürlich, mit einer der wichtigsten Punkte ist, reicht einem dieser 0,91, diese Suchervergrößerung von 0,91. Die ist natürlich perfekt, wenn man ein 50mm Typ ist. Da ist das die Kamera meiner Meinung nach schlechthin, weil man kann halt beide Augen offen halten, ohne diese groß darüber nachdenken zu müssen oder sich daran zu gewöhnen müssen, dass das eine weitwinkliger ist als das normale Auge. Oder will man eben vielleicht mit anderen Brennweiten wie 35mm, auch 28mm und so weiter fotografieren. Ja, diese drei Faktoren, ich sage ganz klar, ich glaube, mein Favorit wäre diese. Wenn ich denn das Geld übrig hätte, würde ich sie mir holen. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen. Lasst uns ein Abo da, das hilft uns in jedem Fall für euch weiterhin schönen, interessanten Content zu produzieren. Ich sage danke fürs Einschalten, bis bald und tschüss.